So, ich habe die Hasenjagd mal kurz unterbrochen. Hier kommt der zweite Teil. Boeing, Church & Dwight, Cisco, Exxon, Nel, Visa und Zoom. Und wir fangen an mit Boeing mit dem Monatschart. Das ist ein ganz seltener Trend hier, sowas, also Trendlinie. Die ist 11-mal bestätigt. Das kommt vom 2019. Da waren die über 400. Jetzt waren sie im Tief sogar. Das war Corona, waren sie hier bei. Was? 89, meine Güte. Was ist hier von 300 auf 89 in einem Monat? Das ist so eine Aktie, da gucke ich, also wenn ich drauf gucke, ganz gerne so aufs Lufthansa. Ich gucke auch gerne auf die MTU, auf die Airbus. Aber Boeing gucke ich eigentlich fast nie drauf. Ja. Aber das ist ein ganz seltener Trend, sowas. Von der Monatstechnik tief, neutral hierüber. Das ist ein kleines Kaufsignal, aber noch nicht so richtig gut. Was man hierbei auch sieht, ist das Prä-Corona-Hoch. Das ist weit weg bei 350. Also haben wir rund $170 Platz. Ja, das ist weit weg. Bei Boeing ist es ja so, nicht nur Boeing, sondern bei allen Flugzeugherstellern. Heute wird was abbestellt, morgen wird neu dazu bestellt. Da ist keine Kontinuität drin. Das ist der Wochenchart. Auch jetzt schon relativ tief, neutral über das MACD. Ja, versucht eine Bodenbildung hier zu machen. Die verläuft bei 166,90. Da ist der Boden. Und dann haben wir hier das Gap vom 2.11. Das ist bei 157. Das ist auch ein markanter Chartpunkt. Bänder, alles nach unten gerichtet. Nichts Besonderes hier momentan. Also noch keine echte Stabilisierung. Mal den Tag. Vom Tag her muss ich ein bisschen positiver werden, unter der Annahme, dass sich das hier hält, die 167, dieses Low. Wir waren auch wieder am unteren Band und haben sogar schon zur 20-Tage-Linie geschafft. Also ich denke nicht, dass sie nennenswert nach unten fallen. Ich gehe mal hier zurück. Hier war dieses Gap bei 157 oder 158. Hier war das Gap, das ist die nächste Unterstützung. Ich denke, so langsam sollten sie sich hier mal einpendeln. Schwierig wird es, und da muss ich neu nachdenken. Unter 167, also 1 bis 2 Dollar unter dem letzten Verlaufstief. Aber ich habe hier keine echten sinnvollen Signale. Es wird über den Tag ein bisschen besser. Positiver würden sie erst über, ja, da machen wir lieber einen Abstand, über 200. Das ist die Kombination aus dem oberen Band und diesen kleinen Zwischenhoch vom 30.03. Ja, mehr fällt mir dazu leider nicht ein. Der nächste Wert ist Church and Dwight, auch Monatschart. Das musste ich mal länger aufdröseln, um euch das zu zeigen. Das ist der 26-Jahres-Chart. Ja, einfach wie an der Linie gezogen hoch. Natürlich auch mal mit so kleinen Mini-Bässe-Phasen wie hier zum Beispiel, aber ein sehr, sehr sauberer Chart. Das ist das Corona-Tief, da haben sie auch heftig verloren, meine Güte. 76 auf 47. Ja, da haben wir schon schlimm ausgesehen. Hier bildet sich jetzt so ein Top in dem Bereich 105. Das ist schon 1, 2, 3, 4, 5 Monate her. Da kommen sie irgendwie nicht drüber über die 105. Bleibt auf jeden Fall wichtig. Wir sind noch positiv über das MACD. Wir werden ganz leicht negativ über die Stochastik. Also gilt schon als heftigst überkauft und dreht ganz leicht runter. Das muss man ein bisschen im Auge behalten. Woche. Woche, Woche, Woche. Ja. Die sind jetzt auch seit 8 Wochen wieder besser. Hier haben sie einen Hammer gemacht. Den sieht man da. Ich mache es mal größer. Den sieht man hier. Und wenn der unterboten ist, das ist bei 93,80, dann wäre das negativ. Dann dürfen sie durchaus nochmal Kontakt aufnehmen mit der 200-Wochen-Linie. Aber auch hier, man sieht recht deutlich, dieser Widerstand im Bereich 105,25. Da ist auch das obere Band. Noch positiv über die Stochastik, weiter positiv über das MACD. Sieht eigentlich so ganz gut aus. Der Chart ist immer wichtiger als die Technik. Selbst wenn die Technik überkauft ist, wenn der hier drüber geht über die 105, dann sieht er auch 100, was weiß ich, 12. Die werden nicht wegziehen. Das ist keine 120er-Aktie in 2 Wochen. Das glaube ich nicht. Aber dann sind sie besser. Dann ist die Technik kommt ins Hintertreffen. Und im Tag, so etwas nennt man hier ein Rounding Bottom. Da, der Freund da. Da. Die haben übrigens wann war das? Am 28.04. haben die HV. Also vom Tag her auch eher so ein bisschen weicher, sehnt sich nach Ruhe. Ich gehe davon aus, dass sie kurzfristig
nochmal unter 100 gehen, so im Bereich 97, 98 rein. Das ist nicht viel, aber die bewegen sich ja nicht wirklich ganz extrem, das muss man ja schon mal sagen. Also kann man, glaube ich, mit dem Kauf warten, aber sich einstoppen, nach oben lassen, so sagen wir mal bei 107. Da macht es Sinn. Das ist Church & Dwight. Das ist Cisco. Also der IT-Chef sagt, dass die globalen Risiken noch vor uns liegen. Das muss eigentlich jedes Unternehmen sagen, es sei denn, sie sind irgendwie wirklich im Heimatland verbunden, können da produzieren, verkaufen. So, eigentlich betrifft es ja jedes Unternehmen, aber ich finde es gut, wenn sie es sagen. Die haben am 18.05. die Zahlen vom dritten Quartal. Das ist auch der Monatschart. Hat sich schon deutlich abgebaut. Ja, das ist noch nicht positiv, aber hat sich deutlich schon abgebaut. Hier überall noch negativ, negativ. Kontakt mit der 20-Monats-Linie. Wenn man das hier, das war im Dezember, haben sie ein High gemacht und das war auch ein All-Time-High, glaube ich. Nee, war es nicht. Das war hier im Jahr 2000. Wow, da liegen 22 Jahre dazwischen. Also irgendwie nicht so der Bringer, oder? Nicht so richtig. Hab ich auch nie gehandelt, muss ich mal anschauen. Dann die Woche. Am unteren Wochenband, in der Nähe der 200-Wochen-Linie, die ist bei 48,99. Die haben ordentlich Momentum nach unten aufgenommen. Am Donnerstag haben sie 2% verloren. Der kleine kurze Hoffnungsschimmer hier über die Stochastik ist auch schon wieder sofort negiert worden. Wir werden hier weiter negativ über das MACD. Ich denke schon, die sollten sich hier mit beschäftigen. Das passt auch ganz gut mit dieser Linie hier. Okay, ja. Da. Das war das so ein Zwischenhoch vom Juni 2020 und vom August 2020. Knapp drunter. Also das ist so 48. Dieser Bereich 47,5 zu 49. Das ist auf jeden Fall mal eine annehmbare Unterstützung. Aber auf den ersten Blick sieht es ein bisschen weicher aus. So, eigentlich, das gefällt mir nicht, wenn dann gleich so ein kleines Kaufsignal im Keim erstickt wird. Gucken wir auf den Tag. Ja, ja. Die haben hier auch so eine Unterstützungszone, Abrisskante bei 53. Und das ist auch runtergenommen. Hier sieht man die Linie, die ich eben eingezogen habe, bei 48,10. Das kommt hin. Das ist so eine kleine Zone, die ist von 49,38 bis 48,10. Auch wenn sie schon tief sind, ich habe noch keine Stabilisierung, vor allen Dingen nicht, wenn der Wochenschluss sowas hier ist. Also, ich glaube, da muss man sich nicht beeilen, aber auf jeden Fall auf die Watchlist legen und so ab dem Bereich 49 mal schauen, was sich da tut. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Nee. Exxon hat am 29.04. die Veröffentlichung der Quartalszahlen vom ersten Quartal. Ist auch wieder der Monatschart hier. Und das ist natürlich, das ist auch ein schöner Doppelboden. Auf so Dinger warte ich immer. Ich gucke jetzt nicht auf Exxon, aber das habe ich bei vielen Werten gesehen. Ja, sowas dann. Weil das hier sind die bösen Kerzen. Da geht es dann richtig hoch. Und Eingangskurs gleich Ausgangskurs, Umbrella Doji, Inverted Umbrella Doji und geht dann da runter. Ja. Und dann kommt das Kaufsignal erst hier drüber. Das war zwar hier eins, hat auch ein bisschen was genutzt, aber dann auch wieder Back to Breakout. Also wir sind jetzt hier über der 200-Monats-Linie. Wir gelten als doch ziemlich überkauft über den Oszillator. Wir sind noch positiv im MACD. Also da habe ich kein echtes Verkaufssignal, ein Kaufsignal. Ein weiteres wird kommen, wenn wir diese Kerze hier rausnehmen vom 1. und der Woche 1.3. Da sind wir bei 91,60. Das trifft sich auch hier hinten mit. Ja, Exxon, Öl. Wahnsinnig breite Bänder. Also für Monatsverhältnis unheimlich breit. Und wir haben noch nicht die Tendenz zusammenzugehen. Aber das fängt ja ganz leicht an. Wenn das untere nach oben dreht, dann ist das Momentum aus dieser Bewegung raus. So möchte ich es mal formulieren. Woche. Neutral, neutral. Bänder neutral, gleitende Durchschnitte leicht positiv. Die Chartmarken sind die gleichen. Da ist so erstmal nichts zu sehen, also kein nennenswerter Unterschied. Und vom Tag her, ja, die kämpfen mit diesem Punkt hier. Das war das Hoch vom 8.3. Und das ist bei 91,60. Wie gesagt, wenn sie das rausnehmen, dann ist es egal, wenn das hier überkauft ist oder nicht.
MACD ist auch weiter positiv, wäre für mich kein Short. Die haben also momentan haben die immer noch ein bisschen Momentum nach oben. Gefällt mir grundsätzlich nicht schlecht, ist nicht die Aktie meiner Wahl, aber wer sie hat, sehe ich keinen Grund, die zu geben. Den Grund, den gibt es bei mir erst hier drunter. Das ist so bei 76, sagen wir mal eher 75. Da muss man sich überlegen, ob das alles so richtig ist. Aber im Prinzip kann man sie laufen lassen. Das wird vielleicht ein Doppeltop, müssen wir schauen, bei 91,50. Aber momentan scheint die noch die Kraft zu haben, zumindest das zu sehen. Neil Hydrogen oder Neil ASA ist immer wieder dann in Mode, wenn es heißt, wir müssen irgendwie was für die Umwelt tun. Dann wird die Neil gespielt. Und diese ganzen Wasserstoffaktien erfahren momentan, ich möchte nicht sagen einen Hype, aber da gucken wieder mehr Leute drauf. Neil hat eine ganz interessante Aktionärsstruktur. Müsst ihr mal schauen auf Neil ASA Investors Relation im Internet. Das sind sinnvolle Aktionäre dahingehend, die spielen da nicht rum, die haben die Aktien und die behalten die. Also glaube ich zumindest. Ja. Jetzt haben sie hier einen schönen Doppelboden gemacht. Das ist der Tageschart. Ich habe da nichts in der Woche und im Monat gefunden. Schönen Doppelboden hier im Bereich 105. Und dann direkt, wann war das hier? Ja, 9.3. Direkt dann hoch an diesen Trend. Dieser Trend ist berechtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 Berührungspunkte momentan. Wenn Sie da drüber gehen, idealerweise mit einem Überbieten vom 9.3. von hoch bei 1,89, dann haben Sie auch wieder mehr Platz. Momentan erstmal Seitwärtsphase, etwas über der 200-Tage-Linie, neutral hier, neutral über das MACD. Gibt es keinen Grund. Es gibt eine ganz gute Unterstützung hier, diese 1,50, die wurde auch früher oftmals gehandelt. Hier 1,50, da sind wir da. Das wäre für mich mal eine ganz gute Unterstützung. Wenn Sie die 1,50 rausnehmen, haben Sie Platz durchaus im Bereich 1,25, 1,30, so bis hierhin. Ich glaube, da muss man sich nicht beeilen. Das Zahlenwerk an sich von Neil gefällt mir jetzt nicht so besonders. Ich habe aber jetzt nicht rausbekommen, wann jetzt da der nächste Termin ist. Kann ich nicht sagen. Ich habe es nirgendwo gesehen. Auch auf der Homepage nicht. Ganz merkwürdig. Also wie gesagt, da muss man sich nicht beeilen. Interessant werden es für mich hier über 1,90. Da gucke ich da mal wieder genauer drauf. Visa, das ist jetzt auch der Tag hier. Und da fällt mir auf den ersten Blick auf, dass die von dieser Bewegung, die sie hatten, vom 8.3., wo waren das? Das war bei 186 hoch bis zu diesem Zwischenhoch bei 229, haben sie jetzt schon mal genau auf das 50er Retracement reagiert. Aus dem Band raus und mit einem hammerähnlichen Gebilde ins Band wieder rein. Das finde ich mal grundsätzlich ganz gut. Sie stabilisieren sich über das MACD. Sie kriegen ganz, ganz den Hauch eines Kaufsignals über die Stochastik. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. Sieht so aus, als ob die jetzt hier so einen Boden finden. Noch schöner wird es, wenn Sie 20-Tage-Linie überbieten und 219. Ich habe jetzt hier nicht im Monat und auch nicht die Woche reingenommen. Ja, in Russland darf man nicht zahlen damit. Das wird ja wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang dauern, bis man da zahlen kann. Die haben am 27.04. bringen die zweites Quartalsbericht. Hauptversammlung hatten sie schon. Erstes Quartal war 27.01. Ja, am 27.04. ist das zweite Quartal. Also ich denke, die haben von hier aus, aufgrund der Tatsache, dass hier eine Korrektur stattgefunden hat, also dass sie hier drehen und dass sie sich hier stabilisieren, haben die nach meinem Empfinden eher Potenzial. Wieder so im Bereich 229. Ist nicht viel, sind 17 Euro, das sind aber auch fast 10%. Die gefallen mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also von den Werten, die wir jetzt gesehen haben, ist das eine der, naja, ich möchte nicht sagen Favoriten, aber doch, gefällt mir wirklich ganz gut. Also ich denke, das kennt jetzt auch eigentlich fast jeder. Zoom. Das hier war die Corona-Hosse dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Webinare, Seminare, Treffen ich mit Zoom hatte, Zoom oder GoToWebinar. Da war Zoom aber immer ganz, ganz vorne dran. Viel mehr als zum Beispiel TeamViewer. Aber da gibt es ja verschiedene von diesen Sachen momentan. Also nochmal, das ist die Corona-Hosse und die haben sie fast wieder komplett abgegeben. Ich glaube, da sind viele Leute drin und viele Leute sehr enttäuscht. Da haben die sich einfach mehr von versprochen. Was ich jetzt für den Wert hoffe, aber das muss jetzt erstmal raussuchen, ist, dass sie vielleicht doch nochmal hier runtergehen auf den Bereich von 94, sich ein zweites Standbein holen, um dann hochzugehen. Hier gibt es diverse Trends, die man ziehen kann. Von hier rüber, dann landen wir hier. Aber auch von hier bis dahin. Wir sind also kurz vor diesem Downtrend, den wir haben, vom 4.11. letzten Jahres. Wann haben die denn Zahlen? Am 8.6.
bringen die das erste Quartal. Naja, sagen wir mal so, wer das Zeug nicht hier gekauft hat, um im Homeoffice wieder mitspielen zu können, der wird es hier nicht mehr kaufen. Warum sollte er? Das haben sie doch alle. Also ich habe es auch. Ich habe dafür nichts gezahlt. Also ich werde immer dazu eingeladen. Ich habe mir kein Paket davon gekauft. Wir sind neutral über, das muss ich mal ein bisschen anders machen. Wir sind völlig neutral über den Trendfolger, weil das jetzt so eine Seitwärtsphase hier ist. Und wir sind leicht positiv über den Oszillator. Also das werde ich mir genau anschauen hier im Bereich bei 95, 94,5, 95. Wenn sie da halten und dann diesen, ich zeichne den mal ein, und dann diesen Downtrend hier runternehmen, rausnehmen, nach oben, dann werde ich positiv. Aber ich bin sehr gespannt auf diese Zahlen, aber das dauert halt noch viel zu lang. 8.6. Also ich finde diesen Trend momentan hier recht wichtig, liegt im Moment bei 118,64 und das hier ist für mich der Support bei 94,5. Dazwischen liegen sie und was sie zuerst rausnehmen, sollte dann 15 bis 20 Dollar nach sich ziehen, nach oben oder nach unten. Im Moment muss ich Ihnen angesichts von diesen Techniken hier, angesichts von dieser Unterstützung, eher ein Potenzial zutrauen. Nochmal Richtung 200-Tage-Linie, also glaube ich nicht, dass Sie das sehen, 231, aber hier dran, hier drüber und spätestens ab 127 müsste sie zünden Richtung 155. Also das mache ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist. So, das war der zweite Teil. Ich gehe jetzt wieder zur Hasenjagd. Papa.